Hallo, hier bin ich wieder. Ich bin schon wieder bei dem Apfelbaum. Ich hatte den ja im Frühling runtergeschnitten. Heute ist Montag, der 9. September. Es ist Herbst, man spürt es. Und jeder Sonnenstrahl ist wichtig, der noch scheint. Und dieser Apfelbaum, ich weiß nicht, was ich verkehrt mache. Überall, wo ich abschneide, kommen 4 bis 5 neue Wassertriebe. Und wir sind jetzt schon, ich weiß nicht genau, wann das war, aber Ende Mai war eh zu spät. Ich hatte im Februar geschnitten. Dann habe ich irgendwann, das habe ich auch gezeigt, dann nochmal im April oder so, als es mit der Gespinstmotte hier war, habe ich nochmal abgeschnitten, weil da schon wieder so Wassertriebe rauskamen. Und jetzt sind die schon wieder so hoch. Und der Baum, der trägt nur jedes zweite Jahr richtig. Also dieses Jahr hat er kaum Äpfel. Und deswegen sind auch schon die Hälfte runtergefallen. Wenn jetzt der Rest nochmal runterfällt, weil er sich gekränkt fühlt, ich kürze den jetzt. Diese ganzen Wassertriebe, die kommen jetzt ab, damit der Mangold, der hier steht und schon Mehltau bekommt, also ich jetzt noch nicht, aber ich weiß, das wird bald Mehltau bekommen, wenn der nicht mehr richtig Sonne abbekommt. Auch die Tomaten wollen noch die letzte Sonne haben, die noch völlig gesund sind, keinerlei Kraut- und Braunfäule haben, was wahrscheinlich auch an dem trockenen Sommer lag, aber die sind eh sehr, sehr tolerant dagegen, die kriegen das sehr spät. So, und jetzt bin ich hier wieder an diesem Apfelbaum. Ich habe schon angefangen hier und werde radikal vorgehen. Jetzt erst unten alles abschneiden und dann gehe ich auf die Leiter. Und ich laufe jetzt mal hier um diesen Baum rum. Hier habe ich schon abgeschnitten, das liegt hier schon auf dem Boden. Aber wenn man hier hoch guckt, andere Seite wegen der Sonne oder naja, Sonne, hier diese ganzen Wassertriebe da oben. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Egal, wenn ich irgendwo abschneide, hier sind sie ja noch kurz. Ich habe hier abgeschnitten. Hier kommen die Wassertriebe. Alles da oben. Und es ist bestimmt ein Meter, den ich da kürzen kann nochmal. Nur an Wassertrieben, und das wird den auch nicht so schädigen. Man sieht ja auch, sind im Prinzip keine Äpfel dran. Hier überall diese Wassertriebe. Hier hängt, die schmecken ja sehr gut, aber wie gesagt, nur jedes zweite Jahr. Hier ist auch eine, das ist, weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist Wahnsinn hier. Das geht nicht mehr. Denn hier, das geht gar nicht, dass das hier der Mangold und hier die Tomaten dermaßen abgeschattet werden. So, jetzt haben wir hier schon wieder so schön, wie der aussieht. Aber hier, ich hebe sie immer alle auf. Ich lasse sie nie auf den Boden liegen. Und trotzdem passiert es immer wieder. Ich würde ja sagen, eigentlich ein Baum. Als ich den Garten übernommen habe, war der winzig, der Baum, obwohl der schon alt war. Und seitdem ich den schneide, explodiert der. Ich tendiere ja fast dahin, aber jetzt ist es natürlich zu spät dafür, zu sagen, gar nicht schneiden. Denn je mehr ich den schneide, umso mehr Wassertriebe bekommt der. Und ich habe
habe jede Jahreszeit schon ausprobiert. So, jetzt nur noch da oben den letzten Rest. Da sind noch so ein paar hohe Triebe. Ich habe jetzt so wahnsinnig viel abgeschnitten. Hier unten sieht man es. Das ist eigentlich, soll man das natürlich nicht machen in dieser Zeit jetzt. Aber wie gesagt, die 5 Äpfel, die jetzt noch dranhängen, waren noch ein paar faule. Die sind sowieso runtergefallen, was gut ist. Jetzt noch diesen Rest da oben. Jetzt habe ich da oben noch einen einzigen Ast, der mir nicht gefällt, ganz da oben. Also ganz ehrlich, ich finde, es sieht besser aus als vorher. Viel besser, viel luftiger. Ich zeige mal den anderen, der viel kleiner und verkrüppelter ist, wie dicht der noch ist hier. Da waren immer die Ziegen dran hier. Der ist total verkrüppelt. Hier waren früher Ziegen drauf. Und jetzt kann man auch genau mal sehen, wie viele Äpfel hier sind, die noch gut sind. 1, 2, 3, 4, Oma, 5, 6, 7, 8, 9. Ich glaube, das waren sie. So, wenn die überhaupt jetzt noch mal alle reif werden, so reif werden die schon, aber wenn die so bleiben, ach, hier hängen ja auch noch ganz viele. Naja, gut, das sind jetzt so ein bisschen verkrüppelte. Aber die kriegen jetzt wenigstens mal Licht ab. Hier so. Sind die da auch noch? Ah ja, gut, sind schon noch ein paar mehr, aber es sind wenig. Aber jetzt, ich habe mal gehört, durch einen Apfelbaum soll man einen Hut werfen können. Kann man immer noch nicht. Und das ist auch noch nicht endgültig, aber für dieses Jahr wahrscheinlich schon. Ich werde dann im Winter noch mal richtig zurückschneiden, so im Februar, wenn kein Frost ist.